Weiß nicht, wieso immer auf der Karte irgendwo ein tankbarer Stern markiert, der letzte? Nee, das nicht. Die Strecke sucht sich ja schon irgendwo das günstigste, den effektivsten Weg raus. Das Lustige ist bloß gerade in dem Fall jetzt, dass auf der Strecke, an dem Punkt ungefähr, da wo ich jetzt hinspringen würde, dann auch ein, anderer Stern, bei dem ich gerade tanken könnte. Das finde ich dann halt schon irgendwie lustig. Moiten, AfD drohen Strafen von 400.000 Euro wegen Wahlkampfhilfe. Hey. Ein Politiker erhält im Wahlkampf Plakate und Flyer von einem Unternehmen. Gratis. Für mehrere 10.000 Euro. Ist das eine illegale Parteispende? Nein, sagt der Betroffene, der heutige AfD-Chef Moiten. Vielen Dank für den Raid, Eik van Dijk. Doch die Bundestagsverwaltung. Hey, willkommen zurück zum anders. Zweiten. Ja. Oh, zurück! Willkommen zurück, Eik. Attacke. Was hast du getrieben diesmal? Er hat doch Dings gespielt, dieses Mech Warrior, oder? Ja. War doch Eik, oder? War Eik. Meine ich auch. Eik. Aber vielleicht hat er zwischendurch auch gewechselt, weiß man ja nicht. Das stimmt. Er hat sein Unterhöschen gewechselt. Okay, Entschuldigung, lass mir das. Oh, mir tut der Hintern weh. Entschuldigung. Beim nächsten Mal vorsichtiger. Mit Marshmallows um sich werfe, als Eik mich zu schubst. Hallo Intu. Na du? Warum wirfst du mit Marshmallows um dich? Was ist da los? Gib her, was sind's für Marshmallows? Ich nehme welche mit Erdbeergeschmack. Feuchte sie vorher noch ein bisschen in Kakao an oder so, dann bleiben die besser kleben. Na, wie geht's? Auch lange nicht mehr gelesen, ha? Glaube ich, oder? Ja, ist schon etwas länger, ja. Ich weiß es gar nicht. Aber ist ja auch okay. Ja, sag ja nur. Steh sie hat Angst. Sie hat Angst vor euch. Das kann ich normal verstehen. Ich hätte auch Angst vor mir selber. Warte, ich habe Angst vor mir selber. Warte, was? Dir geht's gut. Ey, das sind meine Marshmallows. Ja, genau, klar. Ich habe Angst vor Marshmallows. Ja, Marshmallows. Das sind genug für alle da, gehe ich von aus. Nein, nicht für dich, du frisst zu viel. Aber ich glaube, Eik hat deine Bruchlandung verpasst, du musst das nochmal nachspielen. Nee, ich kann gerne ein Highlight mal irgendwann draus machen, die zweite. Das ist deprimierend. Das ist ich so weiß. Deprimierend. Du weißt, warum musst du mich jetzt wieder daran erinnern? Das lässt sich nicht vermeiden. Das lässt sich nicht vermeiden. Mario ist ein schlechter Mensch, ist deswegen. Ja, ich glaube auch. Du kannst Quack, ja mal. Hochpilot, ja, genau, nur. Ja, so in etwa. Ein ganzer Schrank voller Marshmallows? Leute, wen habt ihr überfallen? Sind es die kleinen Marshmallows oder die großen? Die kleinen finde ich voll süß, diese puntigen Marshmallows. Na, wenn dann die großen. Der Bruchpilot trifft es, aber volle Suppe. Er ist zerschellt wie nix. Aber du könntest mal zeigen, könntest mal dieses Bild nochmal zeigen, was ich gemacht habe, was ich dir geschickt habe. Vielleicht wissen die ja, was das für Sterne da sind, diese vielen Weißen, ob das eine spezielle Region ist. Blablabla. Okay. Mario hat schon Knoten in der Zunge. Ja. Das sind ja auch so super gute. Brownies, ich nehme auch welche. Tada. So. Da habt ihr es. Colladen-Nougat-Torte. Dieses wunderschöne, unauffällige Bild. Ja, mit der, lustigerweise mit hier, der Schokolade. Hier, wenn die Sterne da oben geht, mein Monster sieht man gerade nicht, weil OBS den aus irgendeinem Grund nicht aufnimmt. Also ich sehe noch, jetzt sehe ich das. Der weiße Stern, vielleicht weiß einer von euch, wo das ist. Die Nebel, das eine ist der Seelennebel, der Soul Nebula und das andere ist der harten Nebula.
Aber was das, die Sterne mit der Formation, so kann ich nichts anfangen. Die finde ich auch auf der Sternkarte nicht. NGC, du meinst, das ist eine andere Galaxie. Die werden aber relativ groß, die Sterne mittlerweile. Muss ich sagen. Okay. Wo ist NGC? In etwa? Theoretisch dann in diese Richtung. Aber, ich habe eher fast die Vermutung, dass es einfach nur eine große Sternansammlung ist an der Ecke. Wieso keine Dings da? NGC? Vielleicht? Auch eine Idee? Kann ich NGC einfach suchen? Nee, das wird nicht funktionieren. Verdammt. Ist eine andere Galaxie, NGC. Ach, Mist. Okay. Du kannst aber gucken beim Nebula und dann siehst du da weiter. Das müsste ja irgendwo theoretisch... schwer zu sagen. Sternhaufen tauchen noch in der Milchstraße auf. Also zumindest in der Galaxiekarte kann ich jetzt nichts sehen, was dem entsprechen würde, außer es wäre wirklich irgendwas in der Milchstraße. Oder irgendwo in dem Bereich irgendwo wäre. Ich bin mal an der Karte durchgegangen, hab da aber leider auch nichts gefunden, so quasi. Und ich bin mittlerweile sind die noch eindeutiger geworden, noch größer, die Sterne. Jetzt haben wir noch ein, zwei, drei Sprüngen mehr. Wirklich schon interessant. Wobei hier sind jetzt keine Sternenhaufen groß. Vielleicht direkt im Soul Nebula irgendwo welche? Muss man hier eigentlich sehen. Ja, die müssten, also von der Thematik her würde ich sagen, sind die vor den etwas weiter näher an uns dran als an den. Also sie sind noch vor den beiden Nebeln. Von der Entfernung, von der Blickrichtung her. Gute Frage. Ja, es ist. Etwas höher seid, die geben die auch eine glatte Linie. Okay. So, also weiter Scanny machen hier. Muss ich leider sagen. Du wirst es ja auch später noch sehen. Wenn du wieder näher dran bist. Theoretisch ja. Da komm schon. Und Indu, was machen deine Flugschiffe, deine Raumschiffe? Deine Flugschiffe? Muss ich gerade irgendwie an Final Fantasy oder sowas denken. An Final Fantasy oder sowas? Ja, da gibt's doch glaube ich auch die Highwood in Final Fantasy, ist auch ein Flugschiff. Es gibt in den meisten Final Fantasy Teilen am Ende ein Flugschiff. Ja, es gibt noch in anderen Spielen Flugschiffe, also ich kenne auch andere Spiele, wo es Flugschiffe gibt, aber yeah. Da wüsstest du eventuell nicht, wovon ich rede, wenn ich jetzt einen von POI erzähle, also jetzt nicht Point of Interest oder sowas, sondern halt wirklich das Spiel POI. POI kenne ich nicht, ich kenne PSO, Fantasy Star Online. Und die liegen in der Station und schlafen, sagt Indu. Ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, wo wir geredet haben, da waren in der letzten Zeit viele Schiffe kaputt gegangen. Deswegen wollte ich mal nachfragen. In Wirklichkeit hat sie alle ihre Schiffe schon aufgegessen. Oh, wow. Ich hoffe, die liegen nicht zu schwer im Magen. Ach, schon. Das darfst du nur nach Erlaubnis, du weißt. Ja, ist normal, weil ihr das nicht ja, hat auch seinen Vorteil, wenn er immer mal wieder ein bisschen was kaputt macht. Man hat zumindest nie das Thema, dass man irgendwann zu viel Geld hat. Ich wollte sagen. Und ich weiß, was man damit anfangen soll.
Und verschrottet man einfach mal ein paar Schiffe absichtlich, dann geht das wieder, dann regelt sich das. NGC. Gucken wir mal. Oh, danke Lia für den Raid. Ja, danke schön. Ich wundere mich gerade, dass ich... Dann gucken wir mal. Soundeffekt hatte, aber... Nee. Ja, schmeißt auch noch mal ein paar Sklaven in die Runde. Nein, Spaß. Es gibt Marshmallows und Brownies. NGC? Ein System ja, wäre... Raid. Warum wir gerade nicht angezeigt? S171... So ich hab den Soundeffekt gehört, das ist interessant, aber ich hab die Einleitung nicht gesehen. 15. Aber die Streamlabs Alerts, die sind alle über den ganzen. Oh fuck, ich hab. Ah. Die falsche. Nee, ich weiß, ich was. Ich hab die falsche Linkscreen. Stumm geschaltet, die falsche. Falschen Layer. Nicht die Bildschirmaufnahme, sondern halt die Streamlabs Alerts. Ich hab mir in der Zeile verrutscht. Ich bin heute echt zu unfähig für alles. Nee, nee, das passt leider nicht, Ike. Aber das ist, da bin ich schon dran vorbei. Aus meiner Perspektive wäre die NGC 7822 Nebel wäre rechts hinter mir. Aus meiner Perspektive. Du bist ein Mann, du bist nicht nur heute unfähig. Mann, ist die Frau nett. Was habe ich dir eigentlich getan, Lia, dass du so gemein zu mir bist? Das war Intu. Oh, Intu. Entschuldigung, die haben bei mir gerade beide dieselbe Farbe, deswegen. Was habe ich dir getan, Intu? Pink. Alles klar, Lia, dann schlaf gut und lass den Kopf nicht so sehr die Kontrolle über dich nehmen. Alles klar, gute Nacht. Ich bin gerade in dem Sektor Hive 4LD. Ich kann es mal schreiben. Hive 4LD. Nachts halb zwölf, weißt du? Und die machen unten erstmal wieder Sturmklingeln. Ich bin so froh, wenn ich das Bett nicht mehr hören muss, ne? Ey, ich kann's nicht mehr hören. Machen die neuen Nachbarn sowas? Glaube ich jetzt kaum. Ich bin in mein fieses Miststück. Ach so, okay. Ja, dann ist es erlaubt. Du böses Mädchen, du. Ah. Ich habe auch einen relativ hellen Sternenhauch, wenn ich nach da vorne gucke, in Richtung, wo ich springe. Du bist neben meinem links neben meinem Mauscursor. Kann ich gleich machen. Ist auch ein Diskussion. Also in dem System bin ich jetzt gerade aktuell, weil ich da geschrieben habe. Ich stehe auf. Das könnte in die Richtung sein. Das könnte der Nebel sein. Schon. Das ist bei dir natürlich noch relativ undeutlich. Ich sagen, den Nebel sehe ich halt noch nicht, aber die Sterne halt. Was ist, wenn ich eine Thunderbird-E-Mail bekomme? Aber dir könnte es auch je nachdem, vielleicht tatsächlich, je nachdem, wo du gerade bist und wie du gerade stehst, noch auch die NGC sein. Das stimmt auch, es könnte auch die NGC sein, warte. Die C ist ja irgendwo hier vorne. Bin eben noch Highfield! Highfield! Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen wäre, aber klingt für mich so, in die Richtung würde ich es aussprechen. Hm? Du hast Langeweile mit dir. Zungenbrecher par excellence, ja, das stimmt. Ich hab Langeweile. Kann gar nicht sein. Wird dir unterstellt, zumindest. Was komische Plop-Geräusche. Ich platze gerade. Nein, das lässt so schön bleiben. Aber warum denn nicht? Ich sag mir dir jetzt. Ich mal platzen darf. Vor Wut platzen, ja, okay, aber wenn du dabei heile bleibst, ist. Wenn du platzen möchtest, müsstest du so groß. Wie ein Elefant werden. Und dann vom Wolkenkratzer runterspringen. Ja, Nicole, was machen deine Schiffe eigentlich so?
Gerade auf einer Raumstation stehen. Wollte heute eigentlich mitspielen, aber es hat sie nur irgendwie für 2 Sekunden getan, gefühlt. Du bist die ganze Zeit auf dem Weg nach so einem Nebel. Ich bin ja durch ein paar Systeme gehüpft und hab sie gescannt und hab die Daten dann verkauft. Okay. Kann man das Bild nochmal sehen? Ja, aber natürlich. Bildschirmaufnahme, das machen wir zu und dann müsste hier irgendwo Firefox da. Ich hab ja bis dato schon nur die Also das müssten die beiden Nebel sein. Ich glaube, einer von den beiden ist wahrscheinlich dann der Soul-Nebel. Ich weiß gerade nicht welcher. Der andere linke von den beiden ist der Soul-Nebel und der rechte ist der Hart-Nebel. Okay, und dann dieser Sternenhaufen da. Oh, I don't know why. Ich lasse das Bild gerade mal ein bisschen stehen. Ich krempel meine Ärmel hoch. Also aus meiner Perspektive, so wie nah wie ich jetzt gerade dran ist, sieht es aus wie so Quallen leuchtende. Leuchtende Quallen? Sicher, dass du noch im Weltall bist und nicht in irgendeinem Meerplaneten abgestürzt? Nee, abgestürzt bin ich nicht. Das macht nur ich, stimmt ja. Aber ja. Das Lustige ist, das hat so als wie so eine Kappe und so ein kleiner Strich drunter. So sieht das für mich gerade so ein bisschen aus. Sagte, also deswegen, okay, steht auf dem Kopf. Passt, dankeschön. Okay. Nee, ich denke mal, ich werde die Tage noch ein bisschen umfliegen, ein bisschen abscannen. Ja. Nochmal kicken. Wenn du uns folgen willst, wäre ja, dann eigentlich theoretisch ideal, ein Dings zu holen. Aber eine Explorer oder eine Great Phantom. Ich weiß nicht, ob sie dafür überhaupt das Geld hat. Die Explorer hat so das Geld. Ja, aber damit sie auch hinterher springen kann und nicht nur irgendwie so zur Lichtjahre kommt. Gefühlt. Ganz auf die unsere Dings müsste sie noch zum Angie und das wird halt das Einzige, was sie nicht kann. Auch für die Ausrüstung, wie viel hast du ungefähr? Doch, Guardian-Dings müsste sie doch, können die doch einmal die Daten gesammelt, schau mal. Ja, das könnte sein. Die Frage ist, ob sie da genug hat, dann könnte sie also da zumindest. Ich weiß ja nicht, ob sie genug Material hat, aber die Datenkugel hat sie letztes Mal beim ersten Durchlauf da ja mal gesammelt gehabt. Weißt du ungefähr, wie viel Credits du hast? 48 Millionen, so um die Ecke. Müsste reichen. Das Schiff kostet knapp 6 Millionen oder so, 7 Millionen, glaube ich. Ja, die Explorer an sich kommt schon auf eine hohe Reichweite, bloß halt nur mit Engie und so weiter. Weil ich weiß, also zumindest kenne ich keine andere Option. Into wieder, naja, die Diamond ist billiger, springt aus der Welt. Alles klar, jetzt geht die Schiffdiskussion wieder los. Wäre auch eine durch eine gewisse Option. Diamondback Scout. Boah, Diamondback Explorer, besser gesagt. Haben wir auf der Karte eine 2MSG und ganz viele Zahlen. Okay, ich komme gleich im nächsten System an. Ich glaube, ich tippe das ab, weil ich nehme mal an, dass 2MS auseinandergeschrieben wird. Ja, genau. Warte. Wird nicht zu lange. Wirklich einfach nur 2MS? Leerzeichen? Okay, dann kopiere ich es erstmal raus. Ey, hör auf zu schreiben. So, jetzt kriegt ihr wieder. Ist markiert. Ist zumindest ein ordentlicher Sternenhaufen, der von dir aus gesehen auch vor dir sein müsste. Und auch in der Nähe vom Soul Nebula und Heart Nebula. Und wie er schon sagte, halt auf dem halt genau andersrum. Und auf jeden Fall sehr viele Sterne auf dem Haufen. Ja, der. Jetzt muss ich mal gucken. Wäre perspektivisch gesehen wahrscheinlich. Halt genau andersrum, ne? Ja, so flugtechnisch es liegt ja genau auf der anderen Seite. Aber ja, ich glaube, das dürfte halt sowas dann im Endeffekt sein. Kein richtiges Gebilde, sondern einfach nur eine, so gesehen, glückliche Ansammlung von passenden Sternen in einem Bereich sein.
Ja, das dürfte ungefähr hinhauen, denke ich mal. Ich gehe mal davon aus, dass es eher dann hier so in dem Bereich. Das könnte auch so kommen. Glutgoea. Bereich, das könnte hinhauen. Aber so in der Art, ja. Das dürfte passen. Was ist. Das heißt, du müsstest theoretisch in deinem Sternhaufen dann so gesehen rechts vorbeispringen. Also links vom Sternhaufen, der müsste dann rechts von dir sein. Dürfte so ungefähr. Viele, viele bunte Smarties. Viele blaue Sterne, hohe Leuchtkraft, ja.